Dein Studium läuft und du sammelst fleißig ECTS-Punkte oder Scheine? Top! Wenn du einen KfW-Studienkredit beziehst, ist es nun Zeit, einen Leistungsnachweis einzureichen. Diesen musst du spätestens zum Ende des 6. Fördersemesters einreichen. Fördersemester sind alle im zu finanzierenden Studiengang bereits absolvierten Fachsemester, zuzüglich aller Semester, die in einem vorherigen Studiengang mit einem KfW-Studienkredit finanziert worden sind. Wenn Studierende bereits ein paar Semester mit dem KfW-Studienkredit studiert haben und den Studiengang wechseln, kann es dadurch vorkommen, dass sie im ersten Fachsemester sind, aber in einem höheren Fördersemester. Warum ein Leistungsnachweis für die KfW wichtig ist? Der KfW-Studienkredit ist zweckgebunden. Nur wenn du studierst, kannst du ihn erhalten. Auf kfw.de/174 gibt es ein Formular für den Leistungsnachweis und alle weiteren Informationen dazu. Auch ein Zeugnis, ein Zwischenzeugnis oder 90 ECTS-Credits funktioniert als Nachweis. Du erhältst rechtzeitig eine Erinnerung von der KfW. Der 15.04. und der 15.10. sind die beiden Stichtage. Mehr Infos zum KfW-Studienkredit gibt es unter www.kfw.de/studium-finanzieren.